Der alte und weise Uhu Theodor von Klamm und die neugierige kleine Smaragdeidechse Uwe schlendern an der Lahn entlang bis zur Mündung. Du, Theodor, dort vorne steht doch die Johanneskirche, ruft Uwe. Ja, genau. Woher weißt du das denn? Will Theodor wissen. Na, das ist doch die älteste erhaltene Kirche mit einer Empore vom ganzen Mittelrhein. So etwas muss ich doch wissen, antwortet Uwe entrüstet. Schließlich ist er doch ein Kenner des Mittelrheintals. Aber weißt du denn auch, was an der Stelle der Johanneskirche zur Zeit der Römer stand? Fragt Theodor. Nein, sag, gab es hier wirklich Römer? Fragt die kleine Eidechse. Also, ganz früher gab es hier auch schon Römer, erklärt Theodor. Der Limes ist doch auch nicht so weit entfernt. Zu dieser Zeit war der Platz, auf dem wir hier stehen, eine Insel inmitten der Lahnmündung. Und auf dieser Insel erbauten die Römer einen sogenannten Burgus. Das war ein festungsartiger Wohnturm. Er war ungefähr 2 bis 3 Stockwerke hoch. Die Römer, die den Burgus bewohnten, sollten die Schifffahrt auf dem Rhein bewachen und schützen. Aber als die Römer aus diesem Gebiet wieder abzogen, verfiel der Burgus und viele Jahre später wurde eben diese Johanneskirche errichtet. Und schon machen sich Uwe und Theodor wieder auf den Weg, denn es gibt noch viele spannende Plätze in Lahnstein zu entdecken.